Jetzt sind wir im jüngsten Stadtteil von Hamburg, der Hamburger Hafen City. Wie ihr sehen könnt, haben sich hier die Architekten ein bisschen ausgetobt. Und zwar in ganz vielen verschiedenen Richtungen. Ja, es ist schon sehr spannend geworden, sehr modern natürlich, aber auch dementsprechend nicht günstig. Denn der Otto Normalverbraucher kann sich auch hier keine Wohnung leisten. Es soll natürlich alles noch ein bisschen ausgebaut werden. Es wird ganz da hinten, seht ihr, da hinten wird noch weitergebaut und es soll runter bis Rothenburgs Ort gehen. Und soweit ich weiß, sollen natürlich auch Sozialbauten da entstehen. Das heißt, angeblich sollen da auch Menschen wohnen können, die sich das dann leisten können auch. Also ich meine, die nicht irgendwie 30.000 Euro im Jahr verdienen. Diese Hafen City ist noch nicht ganz angenommen. Hier wohnen maximal 8.000 bis 10.000 Menschen und der Rest der Wohnung steht entweder noch leer oder ist als Ferienwohnung gedacht. Ja, es gibt Menschen, die sich diese Wohnung als Ferienwohnung leisten können. Ich nicht. Was hier aber sehr präsent ist in der Hafen City, ist die Elbphilharmonie natürlich. Ja, die Elbphilharmonie ist unser Bauprojekt, das wir natürlich abgeschlossen haben, im Gegensatz zu Stuttgart 21 oder zum Berliner Flughafen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Wir haben auch ein riesiges Fertig an der Wand lesen können, als das Bauprojekt endlich abgeschlossen war. Ich stand an meinem Fenster und dachte nur so, okay, wenn Sie das sagen, dann glauben wir das mal. Es gibt natürlich das ein oder andere Skandalchen, das glaube ich jeder von Ihnen mitbekommen hat, rund um den Bau der Elbphilharmonie. Wie gesagt, von der Grundsteinlegung bis zum fertigen Bau hat das tatsächlich knappe 11 Jahre gedauert. Anstatt 80 Millionen Euro hat es 800 Millionen Euro gekostet. Ein kleiner Unterschied. 2007 sollte es fertig sein. 2007 war dann aber die Grundsteinlegung. Ja, man hat sich damals überlegt, was man auf diesen Kaispeicher bauen kann. Es gab verschiedene Vorschläge. Zum Beispiel gab es einmal den Vorschlag, dass man ein riesiges Beatles-Museum dorthin baut oder auch ein Aquarium. Und da müsste man sich wenigstens keine Sorgen ums Hochwasser machen. Im Endeffekt hat aber der Vorschlag dieser Elbphilharmonie überzeugt, denn eine Musikphilharmonie, eine Philharmonie, in der jeder genauso gut hören kann wie vorne in der ersten Reihe, ist natürlich ein ambitioniertes Ziel gewesen und klingt natürlich erstmal super. Das Ganze wurde aber schon umgesetzt, bevor eigentlich komplett durchdacht worden war, wie man eigentlich vorgehen muss. Es gab zwischendurch auch einen Baustopp von ungefähr 1,5 Jahren, denn die Stadt Hamburg wollte, dass die Firma Hochtief das Gebäude, das Dach des Gebäudes ein Stück runtersetzt. Das wollte natürlich die Firma nicht. Also Hochtief hat sich geweigert. Beide haben jeweils mit der Statik argumentiert und natürlich sich geweigert, das runterzusetzen. Im Endeffekt hat es dann 1,5 Jahre gedauert, bis doch das Dach runtergesetzt worden ist und sich, wie gesagt, die Stadt dann durchgesetzt hat. Aber das führte alles natürlich zu mehr Kosten und zu dieser langen Dauer. Es gab auch zum Beispiel einen Wasserrohrbruch im kleinen Saal. Und dort mussten dann der ganze Boden wieder aufgebrochen werden und natürlich alles auch getrocknet werden. Im Endeffekt hat man dann nach der Trocknung auch wieder den Boden zugemacht und dann auch gleich die Trocknungsgeräte mit eingebaut. Vielleicht dachten Sie, man kann sie später nochmal gebrauchen. Allerdings musste man natürlich auch dann die Geräte mit auf die Preisliste setzen. Aber auch heute ist es noch nicht ganz ruhig um das Gebäude. Dadurch, dass man natürlich überall gut hören kann, heißt es natürlich auch, dass man unten hören kann, wenn oben jemand seine Tüte Nüsse aufreißt und drauf rumkaut. Oder es gibt natürlich sehr viele Leute, die sich auch Tickets kaufen für die Elbphilharmonie, einfach nur, weil sie einfach mal drin sein wollen, für Künstler, die sie gar nicht kennen. Und dann stellen sie in der Hälfte des Konzertes fest, mag ich gar nicht. Steh ich mal auf und geh. Das hört natürlich jeder im Haus, oder jeder im Raum und auch die Musiker. Und deswegen gibt es natürlich auch Musiker, gerade wenn es irgendwie auch im klassischen Bereich ist, die sich natürlich dadurch gestört fühlen, wenn die Leute aufgehen und einfach stehen oder auch gehen und einfach oder auch auf die Toilette gehen.
Denn das ist natürlich das Problem, wenn man überall gleich gut hört. Also, ich weiß nicht, ob sie in naher Zukunft das einbringen wird, was sie uns Steuerzahler, also Hamburger Steuerzahler, gekostet hat. Natürlich kommen sehr viele Touristen natürlich in die Stadt, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Tja. So, jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt meiner Tour angelangt, was ich auch sehr gut finde, denn mein Arm tut langsam weh. Hier seht ihr ein rundes Gebäude, so einen Turm. Und davor ist so ein kleiner Park. Ich weiß nicht, ob man den so gut sehen kann. Und wenn ihr da dran vorbeigeht, kommt ihr auch auf so einen Pier wie hier. Und da steht eine Statue, eine Figur von einem Mann. Und auf der Statue steht Klaus Störtebeker drauf. Tja, Klaus Störtebeker war doch ein Pirat. Ja, ein Freibeuter war er. Warum bekommt also ein Pirat und Freibeuter ein Denkmal gesetzt in Hamburg, in einer so großen Stadt? Obwohl natürlich unten am Grasbrock eigentlich die ganzen Piraten geköpft worden sind. Nun trug es sich so zu, dass dass Störtebeker der Robin Hood der Piraten war. So hat man ihn zumindest bezeichnet. Denn zusammen mit seiner Piratenbande der Vitalienbrüder und dem Piratenkapitän Goedicke Michels hat er nicht nur Schiffe gekapert. Man weiß nicht genau, wo er herkommt. Man weiß allerdings, dass sein Name von einem sehr großen Talent kommt, das er hatte. Und zwar konnte er 4 Liter Bier auf einmal stürzen. Ja, ich würde sagen, das hat er Respekt verdient. Ich wäre wahrscheinlich gestorben, wenn ich 4 Liter Bier versucht hätte, auf einmal zu stürzen. Aber er hat es mit dem Augenzwinkern einfach das Glas geleert. Den ganzen Humpen, würde ich sagen. Wo er hinging, das weiß. Okay, doch, man weiß, wo er ohne seinen Kopf hinging im Endeffekt. Aber man weiß ganz genau, dass er existiert hat, denn er und Goedicke Michels und die Vitalienbrüder tauchen sehr oft in den Chroniken der britischen Handelsflotte auf. Denn Goedicke Michels und, wie gesagt, Klaus Störtebeker, die hatten einen Kaperbrief von der Hanse. Das heißt, alle Boote, die nicht zur Hanse gehörten, wurden von den Vitalienbrüdern überfallen. Dabei ging es den Piraten allerdings nicht um den Kampf, sondern tatsächlich um die Beute. Das heißt, jeder Mensch, der sich oder jeder Seemann, der sich freiwillig ergeben hat, musste einfach nur mal über die Planke laufen, ins Wasser springen und schon war er frei. Dafür haben dann aber die Vitalienbrüder, die auch Lickedeler, was sowas wie Gleichteiler bedeutet, genannt wurden, haben die Hälfte ihrer Beute jeweils mit den Menschen geteilt, also mit den Leuten in Hamburg oder eben auch mit Orten an der Ostsee oder dort, wo sie eben gerade waren. Deswegen nennt man sie Robin Hood. Es gibt sogar einen kleinen Ort an der Ostsee, der heute immer noch das Erbe von Klaus Störtebeker feiert. Das heißt der Legende nach, dass er dort ein Erbe hinterlassen hat mit der Auflage, dass immer 4 Tage vor Ostern dort Brot und Hering auf dem Platz verteilt werden sollte an die Mitbürger und die Bewohner des Ortes. Auf Rügen werden immer noch die Störtebeker Festspiele gefeiert, auch an sein Andenken. Und es gibt sehr, sehr viele Legenden, wie ich schon erwähnte, um Klaus Störtebeker. So heißt es zum Beispiel, dass er auch gesagt hätte, dass er noch irgendwo einen Schatz vergraben hat, kurz bevor er gestorben ist, den man bis heute nicht gefunden hat, aber vielleicht findest du ihn ja. Man muss nur auf die Suche gehen. Die letzte Legende geht natürlich um seinen Tod. Und den hat er tatsächlich hier in Hamburg gefunden, gar nicht so weit entfernt von hier, unten am Grasbrock. Denn man hatte einen V-Mann in die Piratenbande eingeschleust, die da den Standort des Schiffes verraten hat. Das heißt, alle 70 Mann standen dort unten und warteten darauf, geköpft zu werden. Der Legende nach hat Klaus Störtebeker mit dem Bürgermeister ein Abkommen getroffen. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, soll er tatsächlich sogar was mit der Bürgermeistertochter gehabt haben. Vielleicht lief das Abkommen nicht ganz so gut für ihn, man weiß es nicht. Zumindest besagt man, dass er folgende Abmachung getroffen hat mit dem Bürgermeister. An jedem Crewmitglied, an dem er vorbeikommen soll, das soll begnadigt werden und nicht geköpft werden. Der Bürgermeister hat natürlich
nicht daran geglaubt, dass er es auch nur schafft, an einer Person vorbeizugehen ohne seinen Kopf, hat deswegen eingeschlagen. Der Legende nach hat Klaus Störtebeker es geschafft, an 11 seiner Crewmitglieder vorbeizugehen ohne seinen Kopf. Bis der Henker dann keinen Bock mehr hat und ihm einfach ein Bein gestellt hat. Im Endeffekt wurden alle 70 Mann geköpft. Das heißt, der Bürgermeister hat sich nicht an seine Abmachung gehalten. Was natürlich sehr schade ist. Ob es rein theoretisch überhaupt möglich ist, so rein anatomisch, ohne seinen Kopf an irgendeinem Menschen vorbeizugehen. Wir sind ja keine Hühnchen. Wir fliegen auch nicht weg, nachdem man uns geköpft hat. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, es klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr schönen Legende. So, wir sind jetzt am Ende meiner Tour angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Freude bringen und die Stadt ein bisschen näher bringen. Und ihr hattet alle ein bisschen Spaß. Ich freue mich, wenn wir uns bald persönlich hier sehen und ich euch von Angesicht zu Angesicht die wunderschöne Stadt zeigen kann und dass man dann wieder sich frei bewegen kann und wir alles heil überstanden haben mit nicht so großen Blessuren, denn ich glaube, die bleiben nicht aus. Falls euch meine Tour gefallen hat, könnt ihr natürlich auch am Ende jetzt nochmal einen kleinen Obolus über PayPal mir geben. Ihr könnt natürlich einfach auch mehr einen Kaffee ausgeben, vielleicht auch 2 Kaffee, vielleicht ist ja noch ein Brötchen mit drin. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr alle gesund bleibt und dass wir uns dann bald wiedersehen hier.